Wir sehen auf diesem Bild eine einfache Konzeptmap. Diese wurde erstellt mit der kostenlosen Software CMIP-Tools. Im Folgenden möchte ich diese Konzeptmap mit Ihnen zusammen nachbauen. Die Software CMIP-Tools ist auf dem Rechner installiert. Über den Menüpunkt Datei Neues CMIP ist eine neue CMIP erstellt worden. Wir erkennen das in der Titelleiste. Die CMIP heißt momentan umbenannt 1. Mit Hilfe eines Doppelklicks der linken Maustaste fügen wir das erste Konzept ein. Diesen Konzeptknoten können wir natürlich auf der Arbeitsfläche verschieben. Wir tragen den Begriff Reinstoffe ein und klicken in die leere Arbeitsfläche. Wenn ich diesen Konzeptknoten noch einmal mit der linken Maustaste anklicke, erkenne ich oben den kleinen Doppelpfeil. Wenn ich jetzt mit der Hilfe der linken Maustaste diese kleinen Pfeile anklicke und aufziehe, erhalte ich einen neuen Knotenpunkt mit einer Verbindungslinie, welche unterbrochen ist. Innerhalb dieser Verbindungslinie kann ich die Beziehung, in der die Begriffe untereinander stehen, einfügen. Ich trage hier also ein, werden unterschieden in. Anschließend klicke ich auf den neuen Konzeptknotenpunkt und trage das Wort Verbindung ein. Jetzt können Reinstoffe natürlich auch noch aus elementaren Reinstoffen bestehen. Das heißt, ich brauche einen zweiten Knotenpunkt. Ich gehe wieder zu dem kleinen Doppelpfeil, drücke die linke Maustaste und ziehe einen neuen Pfeil auf. Von der Beziehung ausgehend ist die Pfeillinie nicht mehr unterbrochen. Ich trage hier den neuen Begriff ein, elementare Reinstoffe. Wenn ich diese Arbeitsschritte händisch ausführe, ist natürlich die Ausrichtung nicht optimal. Um das zu korrigieren, gehe ich auf den Befehl Bearbeiten, alles auswählen und markiere die komplette Konzeptmap. Ich kann dann über Format Autolayout ein neues Layout erstellen und sehe in dem kleinen Fenster eine Vorschau. Ein Klick in das weiße Arbeitsblatt zeigt die Konzeptmap als solches ist erstmal gleichmäßig ausgerichtet. Elementare Reinstoffe können natürlich weiter unterteilt werden. In diesem Fall möchte ich aber nur eine Unterteilung erreichen und keine Beziehung definieren. Ich klicke also den Konzeptknoten an, halte die Steuerungstaste gedrückt und ziehe einen neuen Pfeil auf. Durch die gedrückte Steuerungstaste erhalte ich jetzt eine Linie, die nicht unterbrochen ist. Ich trage nun die neuen Begriffe ein, in dem Fall atomare elementare Reinstoffe, und verfahre für die molekularen elementaren Reinstoffe analog. Also wieder die Steuerungstaste gedrückt halten, die Pfeiltaste benutzen und aufziehen. Auch hier ist momentan die Ausrichtung nicht optimal. Ich könnte natürlich wiederum alles markieren und ein neues Auto-Layout wählen, aber bei größeren Konzeptmaps ist das Ergebnis manchmal überraschend. Ich gehe diesmal einen anderen Weg. Ich markiere zunächst die atomaren elementaren Reinstoffe, halte die Steuerungstaste gedrückt und markiere das zweite Feld mit den molekularen elementaren Reinstoffen. Auf der Stilekarte habe ich im Register Objekt die Möglichkeit, meine Objekte auszurichten. Ich wähle in diesem Fall oben Angleichen und meine beiden Felder sind wieder auf einer Höhe. Normalerweise, wenn ein neuer Konzeptknoten eingefügt wird, ist der von CMIP Tools aus immer farbig hell, grau, blau hinterlegt. Wenn ich dieses ändern möchte, markiere ich wieder die komplette Konzeptmap und wähle im Objekt Farbe nichts. Im Ergebnis sehen wir dann, dass sämtliche Knotenpunkte nicht mehr farbig sind. Im Beispiel hatten wir keine schwarzen Linien, sondern blaue Linien.
Ich markiere Begriffe, halte dabei die Steuerungstaste wieder gedrückt, wechsle diesmal zur Registerkarte Linienfarbe und wähle zum Beispiel Blau aus. Ich kann auch noch die Strichstärke verändern. Im Beispiel waren die oberen Umrandungen dicker. Dazu markiere ich die einzelnen Objekte und wähle unter Strichstärke die gewünschte Strichstärke aus. Nun sind die Linien allerdings noch in Schwarz. Wenn ich diese auch noch in Blau haben möchte, markiere ich die einzelnen Linien, halte die Steuerungstaste gedrückt und verändere wieder die Farbe. Möchte ich bei einzelnen Linien ebenfalls die Strichstärke verändern, muss ich genau diese Linien auswählen und gehe dann auf die Strichstärke, die ich haben möchte. Unter den einzelnen Begriffe waren immer noch Beispiele aufgelistet. Wenn ich jetzt einen neuen Konzeptknoten erstelle, hat der die Farbe der zuletzt gewählten Einstellung. In dem Fall wäre die Umrandung blau. Ich schreibe jetzt einfach ein paar Beispiele auf und formatiere anschließend dieses Kästchen. Ich markiere es, entferne erstmal die Umrandung, indem ich bei Linienfarbe auf Nichts klicke und nehme auch die Färbung des Objektes selber heraus. Damit ist der Anfang des Beispiels dargestellt. Bei den anderen Punkten muss ich natürlich das auch noch erledigen. Am Ende speichere ich die Konzeptmap im Programm unter einem eindeutigen Begriff. Ich nenne es jetzt hier mal Reinstoffe 1 und muss zur Weiterverwendung diese Datei noch exportieren, damit ich anschließend diese Bilddatei in eine Textverarbeitung einfügen kann oder in eine Präsentation. Ich kann aber genauso gut diese Datei auch gleich als PDF abspeichern. Der Name ist schon vorgegeben und ich bestätige nur noch mit Speichern. Ich bekomme dann die Rückmeldung, CMAP Reinstoffe 1 wurde erfolgreich als JPEG exportiert.